Hallo und herzlich willkommen zu meiner Special-Folge, die ich ja schon angekündigt hatte, eigentlich ja leider für gestern angekündigt. Gestern hat es aber irgendwie mal wieder nicht so richtig geklappt, wie ich das wollte. Da war mal wieder was, waren mal wieder Probleme mit der Audiodatei und hier und da und sonstiges. Und nachdem ich dann irgendwie an dem Tag drei Videos aufgenommen habe und zwei davon richtig verkackt habe und dann gestern Abend auch noch selber ein bisschen unterwegs war, habe ich mir gedacht, gut, dann lässt es und machst das heute. Und ja, und ich habe mich auch dazu entschieden, nicht die Ender Games zu machen, wie ich es gestern angekündigt hatte, sondern ein neues Format, was mir selber auch erst vor ein paar Tagen aufgefallen ist. Und zwar, ja, heißt das Lucky Race. Das ist ja auf randymc.de auf dem Server. Wer es vielleicht kennt, Lucky Block Battle. Und das ist halt eben ein Rennen, das heißt also, ja, ihr werdet es gleich sehen, wir werden jetzt hier gleich starten. In einer Sekunde geht's los. Und man ist halt hier, man hat so ein Grundequip und man hat überall diese Lucky Blocks und da muss man so ein Parcours bestreiten. Und ja, ich persönlich finde das ganz lustig und am Ende, wenn der Parcours abgelaufen ist, dann hat man halt eben die Möglichkeit, zu kämpfen gegen die anderen. Und deswegen ist es gut, so viel wie möglich hier einzusammeln, weil, ja, man dann halt eben am Ende mehr Sachen hat. Ich spawn hier in so einem Ding, in so einem Loch. Ja, ich werde mal schauen, meine Jump-Skills sind nicht gerade die besten. Aber ich hoffe, ich werde hier ein bisschen was erreichen können. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt keinen Blödsinn machen hier. Dann kriegen wir es direkt vielleicht zur nächsten Plattform hin. Ah, ich liebe es. Ah, und hier auch noch drauf. Und hier drauf. Ja, ne? Ah, jetzt habe ich einen Screenshot gespeichert. Das ist ja auch gut. Da kann ich mich immer dran erinnern, wo ich das erste Mal, oh, Lucky Race gespielt habe. Nein! Ich war so weit. Ach nein. So, nochmal. Bis dahin hat es ja ganz gut geklappt, erstaunlicherweise. Ja, so ein, zwei Plattformen würde ich ganz gerne mitnehmen. Ihr seht es da oben in der Ecke. Dass man da sehen kann, wie weit die anderen sind und wie lange man noch Zeit hat. Ich Idiot. So, nochmal. Und wieder von vorne. Und hopp und hopp. Und da auch noch drauf. So, und jetzt der Sprung hier. Und hier. Und na, jetzt habe ich... ich sollte auch springen, ne? Oh Mann. Und Teams verboten finde ich schon mal sehr gut. Weil ich habe gerade eine Runde gespielt, da war Teams erlaubt. Und das ist dann echt super schwer, wenn man alleine spielt. Ich stelle mich an wie der erste Mensch hier, ey. Unglaublich. Ja, wie gesagt, es tut mir echt furchtbar leid, einfach, dass die Folge gestern nicht noch gekommen ist, aber das war mir dann echt alles irgendwie zu doof mit diesem ganzen Order City, was nicht funktionieren wollte, wie ich das wollte. Und naja, dafür kommt dann heute eben das Format. Ich muss auch sagen, ich habe gestern eine Folge Ender Games aufgenommen. Wie gesagt, es fehlte nur wieder die Tondatei und ich habe einfach massiv abgekackt, wirklich, also richtig, richtig schlecht, was ich da gemacht habe. Und das darf man auch eigentlich niemandem zeigen. Oh, das war doof. Das war nämlich fast mein Ende. Ja, es ist sau schwer, weil ich mich ja gerade hier auch darauf konzentrieren muss, ein bisschen was zu erzählen. Wenn ich jetzt den Mund halten würde, wäre das wahrscheinlich was anderes, aber ich will euch ja hier... So, komm! Und das ist der Checkpoint. Ja. So, die erste Plattform erreicht. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Geh doch weg. Ja, toll. Hat nur einen Knochen für mich. So, dann schauen wir mal, ob wir hier nicht ein paar tolle Sachen erwischen. Ein bisschen Rüstung, Verzauberungstisch. Hier muss man durchlaufen. Man darf hier nicht das kaputt machen. Also man darf das kaputt machen. Ja, super, ihr Kühe. Man darf das schon kaputt machen, aber es bringt halt eben nichts. Da sind Tränke drinne. Direkt Heilung. So, und dann geht's weiter. Und ihr seht, wir sind
tatsächlich nicht letzter. Verdammt. Ich werde den Server auch verlinken. Dann könnt ihr das auch gerne selber spielen. Es macht schon unglaublich viel Spaß, muss man sagen. Und es ist wesentlich leichter, wenn man nicht dabei quatschen muss. Aber gut, es macht so, macht's auch super viel Spaß. Ich hoffe, ich komme noch zur nächsten Plattform. Gerade im Testlauf habe ich es nicht geschafft. Aber dieser Sprung hier ist halt super nervig, weil man so von Ecke zu Ecke springen muss. Ach, ich Idiot. Aber wir hoffen mal. Wir haben noch 5 Minuten 30. So viel ist das nicht. Wir müssen uns auch vorher noch equippen. Oh, wir müssen uns vorher noch umziehen. Jetzt sind wir schon vorletzter. Oh Mann. Na, ja. Keine Hektik, alles cool. Wir haben noch 5 Minuten 11. Wir schaffen es zur nächsten Plattform noch. Wenn wir uns mal ein bisschen anstrengen hier. Und dann kriegen wir da hoffentlich das richtig fette Zeug. So, jetzt kein Quatsch bauen hier. Oh, Ziel erreicht. Das heißt also, in 20 Sekunden ist Schluss. Ah, na gut, wir kriegen es eh nicht mehr hin. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier noch ein bisschen was ausrüsten. Die Heilungstränke. Teams sind verboten. Und es geht auch direkt los. Also, jetzt habe ich einen Trank verloren dadurch. Das gibt's auch gar nicht. Drei Angriffsschaden. Wow, krass. Da werde ich schon angegriffen. Also man hat 3 Leben hier. Ja, wie gesagt, man hat eben 3 Leben. Wenn die weg sind, hat man das Spiel verloren. Und ja, da gucken wir mal. Man sieht, rechts sieht man, wie viele Leben die anderen noch haben. Also ich habe direkt mal die Arschkarte gezogen. Ich habe auch keine gute Waffe bekommen. Ich habe auch insgesamt kein wirklich gutes Equip bekommen. Aber wir hoffen, dass wir hier vielleicht ein bisschen Kills abgreifen können. Komm schon. Das war doof. Geh doch weg. Ah, schon wieder ein Leben verloren. Ja, das sieht nicht so gut aus. Wie ihr merkt, sind meine Kampfskills absolut nicht die besten. Aber naja, gut. Ich hoffe, also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr den Modus auf jeden Fall mal spielen. Macht super viel Spaß. Also mir persönlich macht der super viel Spaß. Da hinten sind sie. Na, ich glaube, große Chancen werde ich hier nicht mehr haben, hier was zu reißen. Wir mischen uns hier mal einfach mit in den Kampf ein. Und der beachtet mich gar nicht. Wow, aber wo kommst du her? Na, und da ist es vorbei. Ja, gut. Einen haben wir erwischt. Der Rest wollte nicht. Wir gucken mal, was jetzt hier noch passiert. Oh, der kann natürlich jetzt hier schön abgreifen. Ilia, hier, der und Just Purple, wo sind die denn? Warum, achso, hier. Und, ja, kämpft auch die ganze Zeit, aber, ne? Wir gucken uns das mal an, was hier so passiert. Ja, heute kommt ja auch noch die sechste Folge ist es mittlerweile vom Let's Play. Auch da hat sich ein bisschen was getan. Ich habe an meiner Behausung ein wenig gearbeitet, offscreen, damit ihr das nicht die ganze Zeit gucken müsst. So, die beiden stehen sich hier gegenüber zum finalen Kampf. Ach ne, Quatsch, gar nicht. Ist ja gar nicht, noch gar nicht der Finalkampf, aber 61 könnte jetzt den Namen verlieren und da kommt von hinten Chili Boy. Der will sich da einmischen, geht dann aber doch weg mit seiner Panda-Maske. Wird aber rangeangelt von Ilia 2001, der das anscheinend hier ziemlich gut drauf hat, ne? Also, ja. Hat er noch nicht ein Leben verloren. Just Purplay habe ich noch gar nicht gesehen. Der scheint sich irgendwie hier in die ganze Geschichte nicht einmischen zu wollen. Und ich denke, dass damit Ilia dann auch gewonnen hat, weil Ilia natürlich mehr Kills gemacht hat.
Ja, keine Ahnung. Werden wir mal schauen. 1:35 noch, dann ist die Folge auch vorbei. Wir gucken mal hier so ein bisschen rum. Aber ich sehe hier auch niemanden. Wo ist der denn, dieser Just Per Play? Der hat irgendwie keinen Bock, glaube ich. Ne? Also, so, Ilya ist auch hier, da ist auch keine Action mehr. Ah, jetzt will man ja schon irgendwie wissen, wer gewinnt das. Ich weiß halt jetzt nicht, wonach das sich berechnet, ob jetzt wirklich Ilya gewinnt, weil er mehr Kills hat, oder ob das jetzt ein Unentschieden wird, weil Just Per Play, da ist er ja. Der Spieler, der in 60 Sekunden am nächsten in der Mitte ist, gewinnt. Ach so, so läuft das. So, und dann gucken wir mal, wie es hier läuft zwischen den beiden mit dem meisten Leben. Just Per Play, der sich überhaupt noch nicht in, ups, der sich überhaupt noch nicht in diese Kämpfe eingemischt hat, und Ilya macht auch Just Per Play kaputt. So, und da ist dieser grüne Strahl. Wer sich da am nächsten befindet in 34 Sekunden, der gewinnt das. Und deswegen kommt jetzt eigentlich so ein Augenblick, wo die Leute alle zusammenkommen und hier nochmal versuchen, um die Mitte zu kämpfen, damit ja, sie dann sterben und spawnen müssen. Ilya hat 61 getötet. Damit ist der komplett raus aus dem Spiel. Und ja, das sieht auch so aus, als ob Just Per Play sich da gar nicht mehr großartig drum kümmert. Oh, jetzt macht Ilya vielleicht einen großen Fehler, weil er zieht ihn jetzt mit der Angel ran. Hat er Glück gehabt. Hätte er ihn mit der Angel näher ans Ziel gezogen, dann hätte er trotzdem verloren. Gut. Das war's. Das war eine schnelle Runde. Ich würde aber sagen, fürs erste Special lassen wir das mal dabei. Gehen aus der Lobby raus hier, und ja, dann sehen wir uns einfach, wenn ihr Lust habt, gleich zu der ganz normalen Let's Play-Folge von Minecraft. Könnt ihr euch mal angucken, was ich so ein bisschen am Häuschen gemacht habe. Und ja, wenn ihr Bock habt, nochmal einen Lucky Race zu sehen, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das irgendwann nochmal zwischendurch oder eben in 2 Wochen, wenn ihr sagt, ich will das selber mal spielen. Dann geht auf randyMC.de, da gibt es den Spielmodus. Und ansonsten würde ich sagen, war es für mich eine ganz lustige Runde, und ja, wir sind nicht die Erfolgreichsten, was das Kämpfen angeht. Habt ihr ja vielleicht in meinen Let's Plays auch schon gesehen, dass die Zombies mich gerne aus den Socken hauen. Aber wie gesagt, ich fand es ganz lustig, und ich hoffe, euch hat's auch gefallen, das erste Special, das ich rausgebracht habe. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr die Specials mögt, in 2 Wochen. Wenn ihr alles mögt, sehen wir uns gleich schon wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß dran gehabt habt, und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis denne.